Und dann habe ich vielleicht schon vor 5, 6, 7, 10 Jahren zu eng kalkuliert, habe nicht den super Karrieresprung gemacht, habe vielleicht noch ein Kind dazu bekommen, ein Gehalt ist teilweise weggefallen und jetzt steht die Nachfinanzierung an mit höheren Zinsen. Dann kann das mal richtig wehtun und das kann man nur vermeiden, wenn man vorne den Kopf anlässt. Stefan, der Kauf einer Immobilie ist ja jetzt im Sommer 22 eh nichts für jedermann. Wie siehst du das? Sagen wir mal so, die Kaufpreise sind auf jeden Fall ja schon die letzten Jahre immer weiter explodiert. Energiekrise und Inflation tun ihr Übriges. Und in dem Zuge haben wir ja das erste Mal wieder mit Zinserhöhungen zu tun. So, und die Banken werden vorsichtiger, das heißt, man wird oder es wird mehr auf Eigenkapital geschaut. Insofern ja, man spricht ja häufig schon davon, boah, ne, die jüngere Generation hat gar keine Chance mehr. So schlimm würde ich es noch nicht sehen. Man kann mit kluger Vorbereitung vieles tun, aber es ist bei weitem komplizierter geworden, wenn man Interesse an einer Eigentumswohnung, Eigenheim oder einer Kapitalanlageimmobilie hat. Definitiv. Wenn du jetzt von gefährlich sprichst, meinst du wahrscheinlich nicht die Zinserhöhung oder die Kaufnebenkosten, oder? Nein, nicht vordergründig. Das ist natürlich auch ein Thema, was eine Rolle spielt. Nein, was ich meine, sind zwei zentrale Faktoren. Das eine ist, und das muss man sich immer mal bewusst machen. Wenn man Finanzberater ist, wenn man Makler ist, dann stellt man sehr schnell fest, es gibt Produkte, die sind unfassbar unsexy und es gibt Produkte, die sind unfassbar sexy. So, und da muss man bei der Baufinanzierung sagen, gehört in Gruppe 2 sexy. Also kann man ganz banal festmachen, wenn wir einen Kunden in Frankfurt haben und der hat Gesundheitsfragen im Bereich Berufsunfähigkeit nicht richtig beantwortet. Ich würde ihn jetzt anrufen und sagen, Mensch, Herr Meier, geht digital, warum auch immer nicht, ja, Sie müssen nach Essen kommen. Dann wird er mich komisch angucken, wenn das ein Videocall ist oder mich beim Telefon fragen, ob ich noch ganz gesund bin, dass entweder ich komme, er es per Post schickt oder es wäre halt gerade mal so, dann wird sich der Beginn der Versicherung halt einen Monat verschieben. Wenn ich das gleiche Gespräch bei einer Baufinanzierung führe, die hochemotional aufgeladen ist, dann setzt der Kunde sich in München in den Flieger und fliegt nach Düsseldorf, um mich in Essen zu treffen, weil er noch eine Unterlage beibringen müsste, eine Unterschrift. Immer mal unterstellt, es geht digital nicht. So, und da fängt die Emotion an. Also, was ist eigentlich das Problem? Die Baufinanzierung ist jetzt nicht spannender als Berufsunfähigkeitsversicherung, aber was steht hinter der Baufinanzierung? Die Immobilie, das berühmte die eigenen vier Wände, das Zuhause. Das heißt, das ist unfassbar emotional aufgeladen. Gibt Kunden, die in der Analyse von einem Finanzberater nicht alle Infos auf den Tisch legen, weil sie sagen, warum muss ich dem das denn jetzt zeigen? Die kramen noch historische Sparverträge aus Schubladen, um bei der Immobilie zu zeigen, guck mal, wer ich bin, guck mal, ich kann mir das erlauben, tu was für mich, lieber Berater. Das heißt, diese Emotion, das ist die Gefahr. Da muss ich über die Klippe hinweg und sagen, ja, bei aller Begeisterung für, ich kann dieses Haus, ich kann diese Wohnung kaufen, ich will das unbedingt haben, Bremse treten, mal tief durchatmen, sagen, ja, wenn es sich in gesunden Parametern bewegt, wenn auch mein Einkommen dann noch abgesichert ist, wenn ich dann noch ein bisschen Geld für Konsum über habe, wenn ich schon genug Eigenkapital habe, ja, dann ist das ein Mega-Ding, dann ist es auch nicht gefährlich. Wenn ich es mit der Brechstange mache, wenn ich es hochemotional mache, dann wird es ganz schnell gefährlich und das werden wir jetzt mit den Zinssteigerungen sehen. Wir haben ich sag mal, vor 10 Jahren hat man sehr, sehr günstig, vor 5, 6 Jahren sehr günstige Kredite gekriegt. Die werden jetzt langsam in die Prolongation kommen, das heißt in die Nachfinanzierung. Es ist teilweise zu wenig getilgt worden. Und dann habe ich vielleicht schon vor 5, 6, 7, 10 Jahren zu eng kalkuliert, habe nicht den super Karrieresprung gemacht, habe vielleicht noch ein Kind dazu bekommen, ein Gehalt ist teilweise weggefallen und jetzt steht die Nachfinanzierung an mit höheren Zinsen. Dann kann das mal richtig wehtun und das kann man nur vermeiden, wenn man vorne den Kopf anlässt und nicht auf Biegen und Brechen tätig wird. Und deshalb halte ich es oft für gefährlich. Zum Schluss vielleicht die spannendste Frage. Was würdest du einem Immobilienkäufer heute raten? Sehr, sehr genau hinzuschauen, sehr, sehr genau im Vorfeld zu planen. Das heißt, na klar, es ist schwer, wenn jetzt das Herzensprojekt auf den Markt kommt. Das ist heute sowieso schon schwer genug, dass das passiert. Wirklich nicht zu gucken, wie kriege ich es mit der Brechstange gekauft, sondern zu sagen, ja, vielleicht brauche ich noch 1, 2 Jahre, ich bin nicht so weit. Ganz gezielt Kapital aufzubauen, den Konsumverzicht nicht erst dann anzufangen, wenn die Immobilie da ist, sondern den Konsumverzicht, wenn die Immobilie ein Herzensprojekt ist, jetzt anzufangen, dann muss ich jetzt sparen. Ob ich einen Sparplan mache, ob ich eine Versicherung kaufe, ist eigentlich völlig egal. Von mir aus lege ich es unter das Kopfkissen. Aber ich muss mir schon Geld aus dem allgemeinen Tagesbedarf entziehen, wenn ich das realistisch hinkriegen will. Und dann würde ich mir sehr, sehr genau anschauen, ist das jetzt die Lebensimmobilie? Also viele Menschen, selbst besser Situierte, kann ich mich als selber als prominentes Beispiel nehmen. Meine Frau und ich haben immer gedacht, wir kaufen sofort die Immobilie fürs Leben. So, das hat uns, ich würde sagen, 10 Jahre im Bereich Immobilieninvestment für unser Eigenheim gekostet, weil wir immer nach
der Immobilie gesucht habe. Irgendwann haben wir eine Immobilie gekauft, die stadtviertelmäßig, bedürfnismäßig okay war, sogar ganz gut. Die haben wir irgendwann wieder verkauft, als wir die Immobilie fürs Leben gefunden haben. Und das ganz Spannende daran ist, nee, lieber mal einen Kompromiss machen, etwas kaufen und sagt, ja, ich kann mir das jetzt vielleicht mit 35 Grad erlauben, ich zahle aber eine Immobilie ab, ich übe Konsumverzicht, vielleicht steigen Immobilienpreise wieder oder weiter und dann verkaufe ich die einfach, wenn ich das Herzensprojekt gefunden habe, habe schon mal etwas abbezahlt, kann einen schönen Tausch machen zwischen Objekt 1 und 2 und dann wird es auch funktionieren. Stefan, vielen Dank. Sehr gerne. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr hinterlasst uns einen Daumen nach oben. Am besten abonniert ihr unseren Kanal, wenn ihr weitere spannende Inhalte zum Thema betriebliche Vorsorge sehen wollt. Und Fragen zu diesem Video einfach unten in die Kommentare schreiben oder kontaktiert uns direkt. Weitere nützliche Videos findet ihr hier. Und wir hoffen, wir sehen euch bald wieder auf unserem Kanal.